Hi, hier ist der Frank vom Bulletproof Coffee. Wir wollen heute mal einen Foodblog Hamburg machen. Nee, falsch, andersrum. Sei willkommen in einem Video von foodbloghamburg.de. Wir wollen heute wieder einen Bulletproof Coffee machen, beziehungsweise wieder zwei neue Varianten. In dem Video hier vor könnt ihr unsere ersten zwei Varianten sehen. Da haben wir ja einen klassischen gemacht, einen Hauch abgewandelt. Ich habe halt einen etwas anderen Kaffee genommen. Und wir haben eine geeiste Version gemacht. Heute wollen wir eine Latte-Version machen und wir wollen wieder eine geeiste Version machen, aber wir machen die aus Cold Brew und machen obendrauf einen Sahneersatz, der halt, wenn man sich ketogen ernährt, halt auch erlaubt ist. Jetzt kommt mein Jingle und dann beginnen wir. Ich habe hier schon mal meine Kommandante in der Hand. Ich werde gleich schon mal das Zauberzeug, nämlich meine Kaffeebohnen, mahlen. Dann mache ich einen doppelten Espresso daraus. Wie ich Espresso mache, könnt ihr in einem Video von mir sehen. Das findet ihr ziemlich weit unten oder weiter unten. Da erkläre ich auch so ein bisschen was zu der Kommandante, die halt sehr gut ist. Und dann werde ich eine Mandelmilch erwärmen und aufschlagen, die wir dann gleich als Milchersatz benutzen für den Latte. Aber erstmal muss ich jetzt schnell meinen Kaffee mahlen. Ich nehme mir jetzt so ein bisschen was von meiner Mandelmilch, tue die hier in meinen Milchaufschäumer und werde die jetzt einfach mal damit, die wird ja warm da drin und dann wird die da drin geschlagen. Und in der Zwischenzeit werde ich gleich mein Espresso machen und dessen, und dann können wir hier gleich zeitnah alles zusammenmischen und haben dann unseren Bulletproof Latte. So, erste Arbeit ist getan. Hier drin ist schon mal meine, was ist das für eine Milch? Mandelmilch ist hier drin schon mal schön geschlagen. Oben schön viel Schaum. Können wir gleich hier klasse reintun. Ich habe hier schon mal meine Butter reingetan. Mein doppelter Espresso ist hier drin. Den tun wir hier auch schon mal hinein. Super. Dann habe ich hier mein MCT-Öl. Das tun wir hier auch hinein. Ich tue da jetzt wieder schön meine zwei Esslöffel voll dazu. Und dann müssen wir das gleich schlagen. Super. Ich mache euch wieder unten Links zu den einzelnen Produkten. Und ich mache natürlich auch wieder eine Einkaufsliste und beschreibe, wie ich es gemacht habe. Mein Smoothie Maker, dann tue ich das Ganze da schon mal oben drauf. Und dann wird es jetzt mal laut. Genau. Fertig. Gehen zur Seite. Mein Lieblingsglas. Dann tun wir unten unseren fertigen geschlagenen Kaffee hinein. Das sieht schon richtig gut aus. Und tun jetzt obendrauf unsere geschlagene Mandelmilch. Ich halte mal so ein bisschen den Schaum zurück. Gießen wir jetzt hier drauf. Und dann tun wir gleich noch oben schön den Schaum oben drauf. Ja, finde ich auch. Und nicht nur das, mega heiß ist es auch. Genau das Richtige für mich. Wunderbar. Sieht doch schön aus. Und wir haben jetzt einen Milchkaffee im Endeffekt. Finde ich sehr genial. Was ich jetzt nicht reingetan habe, das mache ich in letzter Zeit weniger, ist, dass ich da Zuckerersatz rein tue. Kann man natürlich aber auch tun. Also wenn man jetzt so ein Süßer ist, wie ich eigentlich bin, dann würde ich da jetzt auch noch einen Esslöffel von meinem Erythril reintun. Das haben wir hier. Und dann mit aufschlagen, dann wird das Ganze noch ein bisschen süßer. Das ist ja nicht insulingängig, von daher keine Gefahr. Die Kamerafrau sagt, ich soll jetzt mal probieren. Ich werde mir sowas von dem Mund verbrennen.
like my only comfort. Is this an argument or just the start of it? Guten, so lecker. I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have to do this. I can't be picking pieces, fixing scars. Richtig, richtig, richtig gut. Nochmal sorry, wir haben momentan ja so ein bisschen Lärm über uns. Seit irgendwie 2 Jahren wohnen über uns so eine Familie mit einem kleinen Jungen, der hier den ganzen Tag durch die Bude rummelt. Wir haben schon auch ein paar Mal Videos abgebrochen, weiter hier zu drehen, weil es einfach zu laut war. Also wenn ihr irgendwie hier Getrampel hört, umfallende Möbel oder so, das ist leider über mir. Das kann ich nicht ausblenden. Ab und an setze ich mich auch hin und versuche das beim Schneiden so ein bisschen wegzudrücken, aber ab und an hört man mal ein bisschen was. Sorry. So, jetzt geht's weiter mit der zweiten Variante. So, next version. Ich habe hier schon mal Ghee reingetan. Das ist ja so eine geklärte Butter. Die verbindet sich besser als normale Butter, wenn es kalt ist. Dann tue ich da jetzt schon mal einen Würfel Cold Brew gefroren rein, um das gleich schon ein bisschen runter zu kühlen. Als kleinen Hack, den ich zusätzlich mache. Dann muss ich einmal meine Hände abspülen. Meine Kamerafrau mag es ja immer sehr gerne ein bisschen süß. Ich tue da jetzt ein bisschen von meinem Zuckerersatz hinein. Ein Löffel, das reicht aus. Dann kommt da jetzt noch das MCT-Öl dazu. Wie gesagt, Link ist unten drin. In der Videobeschreibung auch 2 Löffel. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen mehr Zeit, weil kann ja nicht kalt werden. Ist schon kalt. Wunderbar. Deckel drauf. Dann können wir das... Nein, stimmt ja gar nicht. Das Wichtigste haben wir vergessen. Den Kaffee. Also, ich habe gestern wieder... Nee, vorgestern Abend habe ich Cold Brew gemacht. Ganz wie wir das immer machen, findet ihr auch in eins von unseren vorherigen Videos. Ein Video gemacht, da haben wir Eiskaffee gemacht mit Cold Brew. Da habe ich das auch schon gezeigt, wie es geht. Und wir haben ganz weit zurück, irgendwann letztes Jahr, schon mal komplett geschrieben, wie man Cold Brew macht. Kommt wieder der Tipp, Cold Brew Eiswürfel machen und die in einen Gin Tonic, das geilste was geht. So, wir haben hier wieder Cold Brew, davon tun wir uns jetzt hier ein bisschen was in unseren Shaker, so viel wie wir halt brauchen. Ich tue da jetzt mal so 250, 300 Milliliter rein. Meine Frau will ja auch ein bisschen was zum Trinken haben. Deckel drauf und dann können wir das gleich schlagen. So, das kann da jetzt drin stehen bleiben. Wir müssen jetzt mal eben schnell unsere Kokossahne aufschlagen. Ich habe mir in meinem Asiaten-Shop meines Vertrauens mir Kokosmilch gekauft. Kokosmilch, die schön cremig ist und einen hohen Fettanteil besitzt. Die kriegt man nicht besser aufgeschlagen. Die habe ich bis eben noch im Tiefkühlfach gehabt, jetzt so ungefähr 2 Stunden. Dann geht das nämlich besser mit dem Aufschlagen. Und da muss ich mir jetzt mal eben meinen Mixer holen und dann schlagen wir die mal eben zusammen auf. Kokosmilch ist hier drin, die war 3 Stunden im Tiefkühler. Meine Schale ist auch kühl. Und jetzt schlagen wir das hier auf. Währenddessen oder vorher werde ich euch noch kurz erzählen. Ich habe einen Kommentar bekommen von Corys Rezepten. Cori hat mir geschrieben, dass sie, er hat ihr komplettes Rezept darunter geschrieben. Die benutzt den Bulletproof Coffee wirklich als Ersatz für ein Frühstück. Trinkt den morgens und hat bis um 12 keinen Hunger und isst erst dann wieder was. Die tut aber zusätzlich hier noch Kokosfett dazu. Werde ich demnächst ausprobieren, werde ich dann in einem meiner nächsten Videos mal berichten. Oder wir machen noch eine Version, wo ich den auch noch zeige. Finde ich sehr geil. Grüße gehen raus an Cori, vielen Dank. So, jetzt wird es hier wieder laut bei uns. Ich werde jetzt mal eben die Sahne aufschlagen. Heute ist mir der Gott der Sahne nicht ganz so gnädig. Ist nicht so super hart geworden wie sonst immer, aber es sieht trotzdem ganz cool aus. Wir werden jetzt trotzdem mal anrichten. So, unserem Bulletproof Coffee mit Cold Brew tun wir hier schon mal in unser Glas. Dann tun wir uns da noch mal wieder ein bisschen Eis rein. Und das ist heute wieder widerspenstig. Und noch ein
Zwei reichen aus. Und dann brauchen wir jetzt einen Löffel. Und dann nehmen wir uns unseren Löffel und nehmen unsere Sahne und machen die oben drüber. Die ist natürlich ziemlich schwer. Typ Eisberg. Zwei Drittel unten, ein Drittel oben drauf. Aber es schmeckt halt super. Was fehlt? Der Strohhalm. Und fertig. Sieht das cool aus? Kamerafrau, komm mal ein bisschen dichter ran. Sehr cool. Genau. Da stehen meine zwei Varianten. Ein Bulletproof Coffee Latte. Immer noch schön warm. Geile Gläser übrigens. Und ein Bulletproof Coffee gemacht aus Cold Brew mit einer Haube aus aufgeschlagener Kokosmilch zu einer Sahne. Richtig lecker. Der ist für meine Frau, der ist gleich für mich. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Update zum Thema Bulletproof gefallen. Ich mache wieder unten eine Einkaufsliste und eine Beschreibung, wie ich es gemacht habe. Dann gibt es auf meiner Homepage, da bin ich aber noch dran am Schreiben, noch mehr so ein bisschen Hintergrundwissen zu dem Thema Bulletproof, wer hat ihn erfunden, wie wirkt er etc. Das werde ich dann noch zusammentragen, zu Ende schreiben. Das dauert auch noch ein paar Tage, bis ich damit fertig bin, weil ich momentan so ein bisschen eingespannt bin mit 1000 Dingen, die ich nebenbei noch mache. Ja, das war's. Schatzi, du freust dich mit Sicherheit gerade auf dein kaltes Getränk. Ja, klar. Super. Hast du sonst noch irgendwas, was du anmerken möchtest? Mit dem Bulletproof Coffee. Ich bin richtig wach. Das ist gut. Ich bin danach auch sehr fit. Habt ihr ja schon mitgekriegt. Ein bisschen was getrunken habe ich ja schon. Den Rest, den trinke ich jetzt gleich. Ja, dann war es das für heute. Dann wünschen euch ein schönes Wochenende. Halt. Wir haben ja ganz was vergessen zu sagen. Also, ne, Daumen dürft ihr uns natürlich geben. Ihr dürft uns abonnieren. Und ihr dürft das Glöckchen anmachen. Kommentare schreiben, so viel wie ihr wollt. Wir freuen uns darüber. Und ja, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer Frank von footblog.de. Ciao, ciao.